Mein geliebter Jaden ist von uns gegangen. Es ging alles so unfassbar schnell. Er ist ertrunken. Dabei war er doch so ein guter Schwimmer. Wie konnte das nur passieren? Zuerst habe ich uns beiden ein Getränk gemixt. Das haben wir getrunken und dann ging es auf ins Meer. Er war plötzlich so unfassbar müde. Beinahe so, als hätte ihm jemand Schlafmittel gegeben. Seltsam, oder? Und jetzt gehört alles mir. Sein Haus, seine Ersparnisse, alles ist meins. Mit diesem sehr aussagekräftigen Bild starten wir in den Part hinein. Serena und der Sensenmann tanzen zusammen. Wie wir im Intro gesehen haben, unser lieber Jaden ist leider von uns gegangen. Er ist ertrunken, es war ein Unfall und niemand kann etwas dafür. Schon gar nicht unsere liebe Serena. Bezeichnend finde ich es übrigens auch, dass sie nicht mal trauert. Sie fühlt sich glücklich, weil alles so schön dekoriert ist, weil sie sich einen Wunsch erfüllt hat und wegen dem gemütlichen Kamin. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, Serena ist glücklich, dass sie hier nun endlich alleine in diesem riesigen Haus leben kann. Da habe ich übrigens gleich eine Frage an euch. Was sollen wir mit diesen ganzen Räumen machen? Hier oben hat sie ja ein Schlafzimmer, das habe ich jetzt mal so belassen. Dieses Zimmer hat sie bereits völlig leer geräumt, also da können wir reinmachen, was wir wollen. Und natürlich können wir eigentlich auch jeden Raum an sie anpassen. Aber sie hat halt nicht wirklich Hobbys. Deshalb meine Frage an euch, wie sollen wir das riesige Haus renovieren und was darf auf keinen Fall fehlen? Übrigens hat Serena mit dem Geld ihres verstorbenen Mannes nicht nur geplant, das Haus zu renovieren, sondern sie hat sich auch vollkommen neu eingekleidet. Alle ihre Outfits sind jetzt einfach ein bisschen erwachsener und schreien alle, ich bin eine reiche Witwe. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Heute ist nämlich ein Tag, den Serena so gar nicht wahrhaben will. Es passiert ihr schlimmster Albtraum. Sie hat Geburtstag und wird zu Erwachsenen. In ihrem Gesicht können wir auch schon erste Fältchen entdecken. Und das passt ihr natürlich ganz und gar nicht. Serena ist die Schönste und möchte das auch bleiben. Sie möchte auf keinen Fall älter werden. Serena wird deshalb fürs erste Mal versuchen, ihren Geburtstag zu ignorieren und wird den Butler einmal bitten, ihr etwas zu essen zu machen. Sie wird ihn einmal bitten, ein Familienessen zu kochen. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum sie hier noch nackt herumläuft, aber es ist ihr Haus, es ist ihr Butler. Natürlich muss sie sich nicht anziehen, wenn sie das nicht will. Und während Serena nackt in ihre Küche marschiert, um den Butler dabei zuzusehen, wie er kocht, kann sie natürlich nur an eines denken. Ich möchte nicht älter werden. Und weil Serena nun mal die böse Königin ist, wird sie das auch nicht so einfach hinnehmen. Im Laufe des Lebens hat sie schon viel über das Alter nachgedacht. Und sie weiß auch, dass es da einige unkonventionellere Lösungen gibt, dieses zu vermeiden. Sie weiß einmal, dass es Hexen und Zauberer gibt, die sie mit Hilfe von Zaubersprüchen oder Zaubertränken ewig jung machen können. Und außerdem weiß sie auch, dass es die Möglichkeit gäbe, zum Vampir zu werden. Und auch damit könnte sie für immer jung sein. Was meint ihr? Wie soll unsere Serena für immer jung bleiben? Und nach dem Essen packt Serena mal wieder ihre Schauspielkünste aus und trauert um Jaden. Das macht sie natürlich nur, damit der Butler sie nicht verdächtigt. Alles in allem ist Serena nämlich tatsächlich schon mit echt viel davongekommen. Und das bringt mich auf einen Kommentar von euch. Serena hat nämlich geschrieben, ich finde nicht, dass Snow und Oliver weglaufen sollten. Er ist ja sogar bei der Polizei, er könnte doch heimlich gegen Serena ermitteln, bis er Beweise hat. Und das wird er auch machen. Aber dafür müssen die beiden erstmal herausfinden, dass Serenas Mann verstorben ist. Und ich habe euch doch gesagt, Serena spielt das Ganze nur vor. Sie fühlt sich nicht mal traurig, sie fühlt sich kokett. Sie ist aufs Flirten eingestellt. Und ich weiß auch ganz genau, warum.
Serena hat nämlich gehört, dass in der Nachbarschaft ein reicher, alleinstehender Mann eingezogen ist. Und dem möchte sie natürlich gleich mal einen Besuch abstatten. Immerhin ist sie jetzt auch wieder Single und wie wir alle wissen, sie hat ein Faible für reiche Männer. Und hier haben wir ihn. Das ist Ryan Hudson. Wir werden uns gleich mal kokett bei ihm vorstellen. Hi, ich bin Serena. Ich wohne nebenan und wollte mich einfach gleich mal bei dir vorstellen. Sie hat einen Satz zu ihm gesagt und er steht schon auf sie. Es fühlt sich an wie Liebe auf den ersten Blick. Klug, vielleicht, vielleicht auch nicht. Unwiderstehlich, besonders gern. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, lieber Ryan, aber Serena ist der größte Fehler deines Lebens. Wir werden gleich mal über die Nachbarn tratschen und werden ihm sagen, glaub lieber nicht, was du von den anderen hier in der Umgebung hörst. Die erzählen nur Blödsinn. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachbarn und Nachbarinnen von Serena Gutes über sie zu sagen haben. Dann können wir ein wenig mit ihm über Grundbesitz plaudern und Serena wird einfach mal ein bisschen angeben, was sie schon so alles besitzt, damit er nicht glaubt, dass sie ein Golddigger ist, obwohl sie ja eigentlich irgendwie ein Golddigger ist, aber er darf das natürlich nicht wissen. Als nächstes werden wir ihn mal kennenlernen und einfach fragen, was ihn überhaupt hier nach Windenburg gebracht hat. Und dann können wir ja schon langsam flirten und werden ihm mal eine schlüpfrige Frage stellen. Er ist ein romantischer Sim. Das wird einfach werden. Oder auch nicht. Er will nicht mit uns flirten. Persönlichkeitsmerkmal wechseln. Serena hat in letzter Zeit keine Lust zum Flirten, nachdem einige romantische Sozialaktionen fehlgeschlagen sind. Sollen wir diese Veränderung annehmen? Von romantisch zu nicht kokett, weil einmal ein Mann sie nicht sofort wollte. Nein, liebe Serena, du bleibst kokett. Aber es ist jetzt auch schon spät, möglicherweise ist er ja einfach müde. Wir gehen einfach mal nach Hause und schauen lieber, wie es Schneewittchen und ihrem Prinzen geht. Heute Nacht haben die Wehen eingesetzt. Wir sind sofort ins Krankenhaus geeilt und schon war es soweit. Hier ist unser dritter Sohn. Snow und Oliver sind gerade aus dem Krankenhaus wieder nach Hause gekommen und Snow kümmert sich um ihren jüngsten Sohn. Und der Name unseres jüngsten Kindes ist Noah. Das hat die liebe Kitsune vorgeschlagen. Noah bedeutet nämlich der Ruhige und Zwerg Nummer 3 ist immerhin Sleepy. Und das, obwohl er im Haus gerade der Einzige ist, der wach ist. Hier schlafen Snow und Oliver und hier unten unser Naveen und unser Damon. Einen zweiten Namen braucht unser Noah natürlich auch noch. Hierbei hätte ich gerne einen Namen aus dem Disney-Universum, also schreibt mir gerne einen in die Kommentare. Und nun haben wir den nächsten Morgen. Oliver ist gerade dabei, Rührei mit Speck zu machen, während sich Snow um den kleinen, schreienden Noah kümmert. Denn Neugeborene schreien ja irgendwie immer. Ich glaube, es ist egal, ob in Wirklichkeit oder in Sims. Schreien, schlafen, essen. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht. Heute kann Oliver endlich mal ein bisschen im Haushalt mithelfen, denn es ist Frühlingsfest und deshalb hat er heute frei. Und sobald wir hier alles erledigt haben, werden wir auch einen kleinen Ausflug machen. Und möglicherweise erkennen einige von euch das Haus ja wieder. Wir sind hier bei Olivers Familie und werden gemeinsam mit den Großeltern der Kinder das Frühlingsfest feiern. Oliver wird gleich mal an die Tür klopfen. Ich hoffe, dass alle zu Hause sind. Also da wohnen ja eben Olivers Eltern und außerdem noch seine kleine Schwester. Oliver hat seine Eltern ja schon ewig nicht mehr gesehen. Deshalb wird er natürlich sofort zu seiner Mutter hingehen und wird sie einmal liebevoll umarmen und dann wird er das gleiche auch noch bei seinem Vater machen. Und Naveen wird dann einmal seine Oma Emilia treffen und Damon seinen Opa Terence. Während Snow und die beiden Jungs hier einen Kinderfilm schauen, haben sich Oliver und seine Eltern hier ins Esszimmer zurückgezogen. Oliver muss jetzt natürlich einiges erklären. Er ist ja von heute auf morgen abgehauen, hat sich nie gemeldet und steht jetzt auf einmal verheiratet und mit 3 Kindern vor der Tür. Deshalb beginnt er alles zu erzählen.
Er erzählt, wie viel Angst Snow für ihre eigenen Schwester hat und dass er versucht, sie zu beschützen, aber er nicht ganz weiß, wie. Und dann erzählen ihm seine Eltern etwas, mit dem er niemals gerechnet hätte. Serena ist Snows Schwester? Fragt sein Vater plötzlich und Oliver ist ein bisschen verwirrt und sagt einfach ja. Warum? Hast du das nicht gehört? Ihr Ehemann ist vor kurzem verstorben. Die beiden waren zusammen schwimmen und er ist ertrunken. Ich möchte ihr jetzt nichts unterstellen, aber ich kannte Jaden. Er war gesund und außerdem ein wirklich guter Schwimmer. Und nun fühlt sich Oliver tatsächlich besser. Er hat nämlich einen Entschluss gefasst. Er möchte gegen Serena ermitteln. Er muss Beweise sammeln und sie endgültig hinter Gitter bringen. Und bevor wir diesen Part beenden, haben Emilia und Terrence noch eine kleine Überraschung für Snow und Oliver. Denn ihr habt euch gewünscht, dass die beiden umziehen. Um genau zu sein, hat die liebe Kapu geschrieben. Oliver will sicher das Beste für seine Familie und dazu zählt nicht so eine Bruchbude. Ein Haus mit Polizeischutz und ein bisschen mehr Luxus stellt er sich bestimmt eher für seine Familie vor. Olivers Eltern haben uns ein Haus gekauft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin glücklich. Endlich kann ich meinen Kindern das Zuhause geben, das sie verdienen.